So, hallihallo, liebe Leute. Hier haben wir diesmal ein etwas anderes Gameplay und zwar spiele ich den T-43. Einer der Panzer, der von den meisten Leuten wirklich verabscheut wird. Wobei ich ehrlich sagen muss, mir ist nicht ganz klar, warum. Ich finde ihn eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe ja schon die große Kanone drauf. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Spaß, Medium zu spielen. Mir gefällt irgendwie die Spielweise. Ich kann mein Team ganz gut supporten. Ich habe auch eine relativ hohe Winrate damit. Die liegt normalerweise so bei zwischen 60 und 70% in den letzten Tagen. Auch dann mal so über 30, 40 Gefechte. Das ist schon ganz beachtlich, denke ich. Ich habe auch meine WN8-Bewertung ist dann öfters mal über 2000. Komplett über alle Gefechte. Das kann man schon mal so stehen lassen. Ich habe hier kein wahnsinnig grandioses Gefecht. Also schon ein gutes Gefecht, aber es ist kein Gefecht, wo ich sage, hat was mit meinem Skill zu tun, sondern einfach nur, das ist ein bisschen wieder mal, sozusagen wie beim letzten, jetzt natürlich, dass ich einen Critical auf die Kette kriege, anstatt dass der AL durchgeht, wie das jetzt getan hat. Ich habe mich hier einfach ein bisschen an die Seite gestellt und versuche dort in die Mitte zu snipen, denn dort sind die ganzen Heavys schon aufgegangen und ein Jagdpanzer auch, warum auch immer der Jagdpanzer 4 vorgefahren ist. Ja. Deswegen warte ich einfach hier gerade ein bisschen ab, bisschen Geduld. Und warte, dass da der Tiger wieder ein bisschen vorkommt. Oder halt irgendein anderer, wie der KV-1 zum Beispiel, mir egal, der bleibt auch schön stehen, da kann ich noch einen reindrücken. Weiß nicht, warum der nicht getroffen hat. Der muss irgendwo im Boden gelandet sein. Dann halt noch eine. Das war dann ein Todesurteil. Hier oben kommt auch nur ein Chevy, was auch nicht so wahnsinnig schlimm ist. Da wir noch einen anderen Chevy und eine Stuck und einen M3D hier haben. Also der fährt gerade voll in uns rein. Ich benutze relativ viel Auto-Aim mit den Mediums, weil ich nicht immer komplett einziehen will und da mit Shift reingehen will und so weiter. Das halte ich einfach nicht für so richtig praktikabel. So, jetzt habe ich dort zum Beispiel einen Tok, der quer steht. Den kann ich natürlich schön behaken. Das bedeutet jede Menge Schaden für mich. Ja, jede Menge Schadenspunkte. Das war nur ein Stufe 6er, aber was soll's. Ich freue mich auch darüber. Ich bin mir nicht ganz sicher hier gewesen, was die größere Bedrohung ist. Der VK36. Beziehungsweise, oder der Tok. Hier habe ich den Tiger. Denn der ist auf jeden Fall die größere Bedrohung von den dreien. Den sehe ich aber normalerweise nicht mehr. Und der AL, den kriege ich auch nicht mehr rein. Dann nehme ich den Tok. Dann hat es den jetzt zerlegt. Jetzt sehe ich dort die wieder. Da kann ich auf die schießen. Dort wollte ich den AL treffen, aber den VK getroffen. Ja, wenn ich den Tiger seitlich kriege, ist der auf jeden Fall besser, dass ich den erwische. Oder in den Arsch. Freue ich mich natürlich darüber. Und hier, da steht einfach so viel auf dem Haufen. Ich halte einfach gerade nur noch rein. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Mehr mache ich auch wirklich nicht, also ich halt einfach nur noch drauf. Habe jetzt schon 2000 Schaden verursacht. Ich stand einfach nur gerade günstig. Ich stand hier halt wirklich außerhalb der Sichtweite von allen. Der T20 hat sich verzogen gehabt. Und deswegen konnte ich hier ganz gemütlich meine Schüsse raushauen, einen nach dem anderen. Und kann hier das sogar noch weiter treiben. Also über 2000 Schaden mit einem Medium anrichten, ist schon für ein 7er Medium ganz ordentlich. Ah, ein 15 zu 1, die sind einfach richtig schlecht gefahren. Aber naja, ihr habt ja gesehen, das war. Der Gegner ist einfach genau in meine Position und die von unserem Tock und unserem Stuck reingefahren. Wir konnten dort genau reinzielen. Und unsere Heavys haben sie einfach dort unten aufgehalten und festgenagelt. Vielleicht so als Bemerkung, das sollte man nicht machen. Der KV-85 hier, den wir ganz zum Ende getötet haben, der war sogar noch das gefährlichste mit davon, weil der hätte uns aufdecken können, wenn er eher dahin gefahren wäre. Und dann hätten die aus der Mitte auch zurückschießen können. Das hätte für mich bedeutet, ich hätte die Position verlassen müssen und für die Stuck höchstwahrscheinlich auch. Der Tok hätte relativ viele Schüsse nehmen können. Hier, also der Tok und die Stuck, die hier mit mir sind, wenn wir drei aufgedeckt wurden wären, wäre hier jede Menge Feuerkraft, die seitlich stand, weg gewesen. Sollte man vielleicht in Erinnerung behalten, auch der Aufklärer war ja nicht so schlecht, der ist einfach nur zu weit vorgefahren, der hätte eher hier in dem Bereich bleiben müssen und hier drüber gucken, dass wir halt nicht von der Position hier reinsnipen können.
dass so vielleicht für eure Anregungen, wer Scout fährt, beziehungsweise wer sein Team einfach unterstützen will, dass man ein bisschen die Flanken deckt. Ganz hier hinten rumfahren bringt euch nichts, weil dann seid ihr auf euch gestellt, aber hier so, hier innen oder hier scouten, das macht schon Sinn. Weil in dem Moment, wo die dann hier rüberfahren, habt ihr halt Unterstützung von der Mitte oder im Idealfall sogar noch ein, zwei, die hier hinten mitstehen. Das sollte man dann schon mal beachten.